Und es geht weiter mit Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir haben es tatsächlich geschafft. Alle drei großen Magier dieser Welt haben sich versammelt, um zusammen jedenfalls zu versuchen, das Auge Innos zu heilen. Ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Ich muss mich an dieser Stelle nochmal selbst daran erinnern, dass ich nicht vergessen darf, zum einen mein Schwert zu weihen. Wir haben ja die Erzklinge. Das darf ich nicht vergessen. Und zum anderen müssen wir ja noch die Medizin von Vatras organisieren. Für die Frau von wem? Nicht Sekob war das. Oder war es Sekob? Nee. Wessen Frau war denn das nochmal? Auf jeden Fall der östlich von Korinnes. Ihr wisst, wen ich meine. So, schauen wir mal. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Bei diesen Tränken bin ich mir gar nicht so sicher, beziehungsweise bei diesen Steintafeln, die ich ja bekannterweise bei Vatras abgeben kann, bin ich mir nicht so sicher, ob es tatsächlich so ist, dass wenn ich mehr Steintafeln gleichzeitig abgebe, ob ich dann auch eine Chance habe, dass wieder Stats von mir dauerhaft erhöht werden. Also ich habe ja schon mal Steintafeln einen ganzen Haufen auf einmal abgegeben und dann habe ich auf einmal plötzlich plus 5 Mana bekommen oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie steuern kann. Möglich wär's. Lobards Frau Hilda ist krank. Was denn? Schon wieder? Die gute Frau sollte ein bisschen mehr Acht auf sich geben. Ein harter Winter und sie weilt nicht mehr bei uns. Na schön. Ich werde ihr ein fiebersenkendes Mittel geben. Ach, weißt du, da du gerade schon mal da bist, kannst du sie auch vorbeibringen. Natürlich, ich bin ja wieder der Dödel vom Dienst. Wie steht's ums Auge Innos? Denke daran. Nur ein Umkehrritual am Sonnenkreis zusammen mit Xardas und Pyroka wird das Auge wieder heilen. Und vergiss nicht, das Auge mit der reparierten Fassung mitzubringen. Okay, das haben wir ja alles schon gemacht. Das heißt, es müsste jetzt losgehen können. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn drei Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Hier hast du die drei Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht. Doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Und? Eieieiei. Holy Camoli. Ja, wenn wir jetzt hier noch in der Nähe einen Suchenden hätten, ich glaube, ihr könntet euch darauf verlassen, dass der durch diese magischen Druckwellen sowas von weggepustet werden würde. Von dem wird nichts übrig bleiben, außer Staub. Diese Eulen, die man hier immer schuhen hört, diese Schuhhus, man sieht sie nie, aber man hört sie. Schon mehrmals gehört. Aber komischerweise auch, glaube ich, das letzte Mal auch hier in dieser Gegend, hier in diesem Gebiet. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange das ganze Ritual dauert. Vielleicht muss ich schlafen gehen. Noch ist er nämlich nicht fertig. Ich hab's doch in Erinnerung, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Eigentlich wäre jetzt der praktischste Zeitpunkt, sich hier mal ein bisschen genauer umzusehen und die Gegner zu erledigen. Nur... wir haben halt alles schon gemacht. Hier lebt nichts mehr in diesem Gebiet. Da wir aber noch ein, zwei Kapitel aufsteigen, also in der Geschichte aufsteigen, klingt irgendwie so merkwürdig, aber wir... Oh, hier, schau mal einer an. Nein, oh nein. Ah, oh, ich sag da mal gar nichts so. Manchmal muss man auch einfach Glück haben, liebe Leute. Manchmal muss man auch einfach Glück haben. Und diesmal hatte ich Glück. Ja? Who cares? So. Speichern. Nochmal werde ich nicht so viel Glück haben, denke ich. Ich wollte da unten doch nur an die Steintafel. Habt ihr das gesehen? Bin leider einen Zentimeter zu weit nach links runtergesprungen. Und die machen auch immer noch weiter mit dem Ritual. Sehr schön. So. Mal gucken, vielleicht sind sie jetzt mittlerweile fertig. Oh, hier noch eine Heilpflanze.
Reaper da was Schwarzes? Nee. Ich dachte erst, da wäre noch ein Suchender. So, jetzt müssten sie eigentlich fertig sein. Es ist vollbracht. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Tja, das ist auch relativ einfach. Warte mal. Das Auge Enos ist geheilt. Was nun? Vergiss nicht, es zu tragen, wenn du gegen... Okay, das hatten wir schon. Also bringt mir das jetzt nicht weiter. Dann frage ich mal Pyroka. Der sollte mir das Auge zum einen geben und zum anderen soll er mir den Umgang erklären. Ihr habt es geschafft. Das Auge Enos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Okay. Ja, ich hatte ganz vergessen, dass es tatsächlich so war, dass man das Auge natürlich wieder aufladen muss, ja? Wenn das Auge einmal gegen einen Drachen eingesetzt hat, muss man es wieder aufladen. Das hatte ich in dieser Art und Weise vergessen. Na gut, schlafen wir mal eine Runde. Der Sprung ins Nichts hat mir doch ein bisschen geschadet. Speichern. Was habe ich eigentlich für Steintafeln? Also mittlerweile habe ich ja genügend Lernpunkte nochmal, um nochmal die letzte Sprache zu lernen. Ich glaube, mittlerweile könnte sich das fast lohnen. Bogenschützen, Armbrustschütze, Geschick, Lebensenergie haben wir sogar nochmal zweimal. Fünfmal haben wir... Oh, Alter. Ich glaube, ich muss es einfach... Ich muss es langsam einfach mal machen. Einhandkampf sogar auch nochmal hier. Der Stärke auch nochmal hier bekommen. Nice. Zweihandkampf ist crap, aber... Ja, ich muss es einfach lernen. Ich muss mir nochmal die... Achso, genau, meine Waffe weinen. Das wollte ich nochmal eben kurz ausprobieren. Mittlerweile habe ich ja eine bessere Waffe. Und, also was ist eine bessere Waffe? Ich habe so eine Erzwaffe und die kann ich jetzt ja hier am Schrein weinen. Eine ganze Menge Gold gekostet und hat mir 400 Erfahrungspunkte gebracht. So, war es denn das wert, wenn ich mir die Waffe angucke? Also alles unter 150 wäre lächerlich. Die bringt 100. 120. Das ist nix. Das ist die 5000 Gold an dieser Stelle einfach nicht wert. Wenn es eine Möglichkeit gibt, diese Erzwaffe noch einmal zu verbessern später, dann werde ich darüber nachdenken, ob sich das Ganze nicht lohnt. Aber an dieser Stelle muss ich leider ganz ehrlich sagen, nope, nicht mit mir. Ja, eine andere Sache, die ich noch am Überlegen bin, ist die Frage, ob ich eventuell mittlerweile nochmal eine neue Rüstung bekomme.
Das könnte ich mir nämlich auch durchaus vorstellen. Vielleicht bin ich tatsächlich schon bereit, eine neue Rüstung zu bekommen. Weil es jetzt ja de facto gegen die Drachen geht. Und da ist so eine normale Ritterrüstung eigentlich schon ein bisschen mau. Übrigens habe ich letztens herausgefunden, das mal kurz als Zeitinfo, dass wir hätten bei den Banditen uns eine bessere Banditenrüstung kaufen können. Also diese Gardistengrube. Die hätten wir da tatsächlich bekommen können. Ich weiß nicht genau wo, aber ich habe auf jeden Fall mal letztens ein Let's Play gesehen, da lief einer damit rum. Also von daher haben wir uns da tatsächlich auch die ganze Zeit mit einer schwachen Robe, beziehungsweise mit einer schwachen Robe ist auch gut, mit einer schwachen Banditenrüstung rumgeschlagen. Da hätten wir uns auf jeden Fall auch noch was Besseres holen können. Alles, was Innos erschuf, wurde war so ein kleiner Hardmod. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man den Sinn versteht. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Sehr schön. Und was war das hier noch? Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Ja, gut. Sehr schön. Ja, ich glaube, das hat sich jetzt... Wie viele Punkte haben wir noch? 17. Also komm, das ist jetzt nicht so wild. Dafür haben wir jetzt wirklich die Möglichkeit, einige neue Sachen hier zu erlernen. Wartet mal eben kurz, bevor ich das mache, einmal kurz mit Vatras nochmal quatschen hier. Danke für deine Hilfe, das Auge Innos zu heilen. Sei nicht so verschwenderisch mit deinem Dank. Deine größte Aufgabe liegt noch vor dir. Ich hoffe, ich sehe dich heil wieder, mein Sohn. Ach, Vatras, er ist ja eigentlich ein Netter, ne? Muss man schon sagen. Aber, genau. Steintafeln. Bogenschützen. Plus 6, alter Schwede. Armbrustschütze, nochmal plus 3. Geschick. Plus 6. Lebensenergie. Plus 15. Boah, ist das lächerlich. Alter, wir haben so viel Lebensenergie jetzt dazu bekommen. Das hat sich sowas von gelohnt. Ja, Magie ist Crap. Klar, brauche ich nicht wirklich. Aber jetzt kriegen wir hier nochmal Stärke. Plus 6, alter Schwede. So, das war es leider, ne? Ja, müsste es gewesen sein. Das ist auch das ist die Steintafel des Quarodron. Jehedra Akantar. Aber Innos sah, was geschehen war. Ja, erstmal 500 Leben. Bei 123 Stärke. Und 64% Einhandtalentbonus. Nice. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Halt! Einen Unruhestifter wie dich kann ich nicht ins obere Viertel lassen. Geh zu Lord André und regle die Sache. Ich hatte doch die scheiß Vergessensspruchrolle auf den Mistkerl angewandelt hier. Ihr erinnert euch vielleicht, ich musste jetzt in einem der letzten Parts, ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher das war, musste ich einen der Markthändler umhusten, weil der Junge mich angegriffen hat, weil ich aus Versehen mal auf die Windspruchrolle gekommen bin. Ja. Oh, ich hoffe, das kostet jetzt nicht so viel Gold, das wäre echt bitter. Kriege ich eigentlich schon wieder eine neue Weissagung oder geht das noch nicht? Kannst du mir noch eine Weissagung geben? O Sohn der geheimnisvollen Zukunft, es ist mir nicht möglich, den Schleier der Zeit zu lüften. Erst wenn die Zeit mir ein weiteres Zeichen schenkt, kann ich wieder für dich sehen. Schade. Geht noch nicht, aber habe ich mir schon fast gedacht. Das neue Kapitel ist ja auch noch nicht angebrochen. Na gut. Dann Lord Hagen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht so viel Geld bezahlen. Das wäre nicht so schön. Du bist jetzt also ein Paladin. Gratuliere. Ich habe mir von vornherein gedacht, dass du nicht lange bei der Miliz bleiben würdest. Wenn du dich mit dem Gesindel im Hafen herumprügelst, ist das eine Sache. Aber wenn du Bürger oder Soldaten des Königs angreifst, muss ich dich zur Rechenschaft ziehen. Wenn ich dir das durchgehen lasse, macht dir bald jeder, was er will. Also wirst du eine angemessene Strafe zahlen und die Sache ist vergessen. Wie viel? 250 Goldstücke.
Alter. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Alter, warum kostet das so viel Gold? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Okay. Ja. Ich bin schockiert. 250 Goldstücke für einen Fauxpas, der mir passiert ist. Das wird mir auch nicht nochmal passieren. Gut, liebe Leute, ich mache hier eben kurz einen kleinen Cut. Wir hören uns morgen wieder und dann geht's weiter hier in Gothic 2. Die Nacht des Raben, macht's gut, ciao.